Achtung, geht los. Dankeschön. 0,6. Oder auf der 2,4 kann er nicht 0,6 haben. Ja, ich weiß ja nicht, ob es so ist. Ist dann 2,4 doch noch nichts? Ja, ein bisschen knapp. Noch nichts, kein Schlaf. Ich glaube, da habe ich das. Aber so stark hier, bei 0,6. Ja, es gibt es. 0,2. Ein Radler. Ja. Das wären dann nochmal 150 Euro. Ich, also jetzt. 0,0 seit diesem Jahr, wissen Sie es auch? Ja, aber ich habe einen Radler gestern Abend und viel getrunken. War das am Ende der Skifahrt oder schon sind Sie noch einmal Skifahren? Nein. Ja, das ist doch mal was. Unsere Pistenpolizei empfiehlt statt Bierkasten Verbandskasten. Verbandskasten ist Pflicht seit 2018. Das ist jeder. Und woran? Hast du das gewusst? Kommt seit 2018. Haben die alle am Ding mit? Ist Pflicht. Das ist jetzt schon die mittlere Ausführung, aber ich zeige Ihnen mal, um was es geht. Schauen Sie, nur dass Sie wissen, dass das Ziel war. Verstehen Sie? Schauen Sie, da gibt es eine Leuchte. Es wird halt schnell dunkel. Dann haben wir hier ein Megafon, das ist ein GPS-Gerät, da können Sie quasi komplett sich verbinden lassen. Und ganz wichtig, falls Sie sich verfahren, haben Sie was für Zuckerhaut. Ein paar für Schokolade. Das ist wichtig. Magnesium, wissen Sie auch? Ja, aber man, schauen Sie, Sie können das kaufen, weil grundsätzlich 45 Euro. Da muss ich ja noch nicht mehr weiterfahren, schauen Sie, das ist ja nur so weit weg vom Tal. Gut, jetzt fehlt auch noch ein TÜV-Plakett. Und sind Sie jetzt fertig? Ja, ich kann auch hier nichts machen. Gut, dann mache ich jetzt einfach dann machen wir weiter, ha? Sie haben aber wahrscheinlich einen Verbandskasten dabei. Nein, habe ich nicht dabei, ja, weil mein Kollege den dabei hat. Und der ist gerade da unten. Kein Verbandskasten? Es gibt halt jetzt in der Summe eine gewisse Summe, die ich bezahlen muss. Summe, die Sie bezahlen müssen. Ja. Sie kriegen auch dann den Durchschlag, ja, vom Bußgeldbescheid. Und wir werden Ihnen, und da drücken wir schon wirklich ein Auge zu, wir werden Ihnen nur eine Skibremse anlegen. Und nicht zwei. Sie können sich sogar den Fuß aussuchen. Wollen Sie lieber auf der rechten Seite eine Skibremse? Damit Sie A, nicht mehr so schnell fahren können und B, den ganzen Hang jetzt daran denken, dass Sie viele Sachen nicht richtig gemacht haben. Skibremse als Spaßbremse. Und wenn Sie unten sind, am Lift, werden wir unserem Kollegen Bescheid geben, dass er Ihnen die abnimmt und dann das Bußgeld. Ist richtig. Oder haben Sie so viel Geld dabei? Wie viel macht es denn? Das wären halt 400 Euro. Ja. Ich, ehrlich gesagt, finde ich das gerade ein bisschen blöd. Wir auch, aber es geht noch blöder. Er bekommt die doppelte Skibremse angelegt. Dann haben wir nochmal Glück gehabt, dass es so aussieht. Nee. Das sind ja heute die Ski. Nein, nein, die gebe ich Ihnen jetzt so mit. Und fahren können Sie es nimmer. Nee. Nicht mehr gut, sagen wir mal. Im Parallelschwung. Das ist halt was für einen engen Parallelschwung. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, umso länger, dass wir zwar zusammenstehen, umso mehr Delikte haben wir jetzt. Also, glauben Sie was? Ich bin da oben reingefahren, war das gestern auch schon geschrieben? Nein, heute. Heute ist der Stichtag. Heute. Ich glaube, bei einer kann man noch eine Abgasuntersuchung machen, oder? Das ist ein Abgas. Schaut doch mal aus, Tom. Entweder du guckst da oder da. Ich mach ein Video. Immer aus. Schauen Sie, hier Rücksicht nehmen. Das heißt, ich habe jetzt den Skipass auf 0 gesetzt. Das heißt, der gilt heute nicht mehr. Das ist auch mehr als unfair jetzt. Seien Sie mal nicht besser. Seien Sie mal nicht böse, ich bin der Wachtmeister. Entschuldige, Wachtmeister. Wachtmeister, Inspektor, wie Sie sagen. Ja, okay, die wird sich nicht kränken. Nein, mehr gebührt. Aber das ist jetzt mehr als unfair, seien Sie mal nicht böse. Warum? Nein, da haben Sie einen depperten gefunden jetzt. Na, und das nicht sicher. Nein, doch, das ist denken. Hoffentlich denken Sie es. Norbert, mach jetzt aus und mach den Fernseher aus.